Und damit herzlich willkommen zu einer Preview der Stronghold Definitive Edition. Und nein, ihr träumt nicht, niemand muss euch kneifen, wobei ich ganz ehrlich selber sagen muss, ich kann selbst nicht glauben, was ich hier vor mir sehe. Nach all den Jahren des Wartens, nach all den Jahren des Wünschens und des Träumens ist jetzt wirklich dieser Traum in Erfüllung gegangen und wir haben jetzt wirklich eine Stronghold Definitive Edition, die ab heute angekündigt ist offiziell. Und ich spiele jetzt hier heute mit euch zusammen die Demo und wir gucken uns mal ein bisschen gemeinsam an, was es so zu spielen gibt. Ihr seht hier zwei Missionen, Mission 4, der geheime Außenposten, und Mission 11, Blutvergießen aus der Kampagne. Aber bevor der Spaß losgeht und wir direkt reingucken, erstmal vielen Dank an Firefly für die Kooperation und die Unterstützung und für das Bereitstellen der frühen Version des Spiels, die wir uns jetzt zusammen angucken können. Ja, was wird die Stronghold Definitive Edition am Ende alles bieten? An sich modernisierteres Gameplay, wie man es von der Definitive Edition gewohnt ist. Das zeige ich euch später mal, sobald wir im Spiel sind, was man da alles umstellen kann und modernisieren kann. Dann gibt es einen integrierten Steam-Multiplayer, etwas, was sich viele Leute sehr lange gewünscht haben, und Steam-Workshop-Integrierung, um natürlich auch Mods besser installieren zu können. Dann gibt es die zwei klassischen Kampagnen, also garantiert die Hauptkampagne und ich denke mal als zweite Kampagne ist die Wirtschaftskampagne gemeint und eine neue 14-Missionen-Kampagne, die hinzukommen soll. Was für eine genau das ist, weiß man noch nicht. Ich habe so meine kleinen Spekulationen, da gehe ich vielleicht später drauf ein, aber auf jeden Fall eine neue 14-Missionen-Kampagne und ein 10-Missionen-langer Belagerungstrail, also so ähnlich wie der Skirmish-Pfad von Stronghold Crusader, nur eben auf Stronghold 1 umgemünzt mit Belagerung und Burgen, nehme ich mal sehr stark an. Ja, dann gibt es noch neue Multiplayer-Maps und noch um einiges mehr. Wer weiß, was noch das um einiges mehr ist, aber es hieß auf jeden Fall um einiges mehr. Der Release ist am 7. November, also noch dieses Jahr, in nicht allzu langer Zeit, wirklich nur noch ein paar Monate. Und für alle Leute, die es interessiert, und das dürfte fast jeder sein, der Stronghold 1 liebt, und das dürfte fast jeder sein, der Stronghold kennt, der kann das Spiel jetzt schon auf die Wishlist hinzufügen, indem ihr den Link in der Videobeschreibung klickt. Dort kommt ihr auf die Steam-Seite und da könnt ihr schon auf die Wunschliste setzen. Okay, so viel zur ganzen Einleitung. Schauen wir uns den ganzen Spaß an und ich muss schon mal eins loswerden. Ich bin ein bisschen perplex, was diesen Ritter, also an sich finde ich dieses Wallpaper echt geil, muss ich sagen. Aber ich bin ein bisschen perplex, denn der Ritter, den wir hier sehen, hat das Wappen des Wolfs, aber die Farben der Ratte. Jetzt weiß ich so ein kleines bisschen, wie sich die Lanzenträger in Stronghold 2 fühlen. Kann aber natürlich auch sein, dass die Hauptfarben des Wolfs, also dass es so primär Sekundärfarben gemischt sind, beziehungsweise vertauscht, und die Primärfarbe vom Wolf ist eben schwarz und Sekundärfarbe eben das Orange von der Ratte. Zumindest hoffe ich das mal. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Hybridritter oder sowas. Wer weiß. Gut. Starten wir mit Mission 4, der geheime Außenposten, hier als leicht gekennzeichnet. Und ja, Blutvergießen wissen wir ja, dass das ein bisschen hart ist. Aber gut, schauen wir uns mal an, was die Definitive Edition für uns bereithält. Mission 4, der geheime Außenposten. Eine Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Ich hoffe, wenn diese Nachricht bei euch eintrifft, konntet ihr diese lästigen Wölfe ohne größere Zwischenfälle beseitigen. Jetzt bitte ich euch um einen Gefallen. Beginnt mit der Errichtung eines Außenpostens an der Grenze zum Gebiet des Herzogs de Pus. Ihr helft mir damit, die Stärke der Truppen der Ratte einzuschätzen. Ihr dürft jedoch unter keinen Umständen Lord Woolsack benachrichtigen, wenn euer Auftrag erledigt ist. Die Ratte wuchs als gewöhnliches Kind in den Ländereien der Familie de Pus auf. Der Herzog zeigte sich seiner Mutter gegenüber wohlgesonnen und sorgte dafür, dass ihr keine Steuern auferlegt wurden und dass sie genug zum Leben hatte. Jahre später kam ein Botschafter des Weges und es stellte sich heraus, dass der Vater der Ratte eben jener Herzog de Pus war, für den seine Mutter einst als Schankdirne gearbeitet hatte. Ein tragischer Unfall, bei dem die gesamte Familie de Pus von der See verschlungen wurde, brachte die Ratte an die erste Stelle in der Erbfolge um den Titel des Herzogs. Alles klar. Bevor ich auf genauere Sachen eingehe, weil es sind mir viele Sachen in der Definitive Edition aufgefallen, möchte ich erstmal grob sagen, das hier alles ist Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich bin sehr zufrieden mit der Definitive Edition in der Zeit, die ich jetzt schon reingesteckt habe. Und es sind schon einige Stunden. Also wir teilen es mittlerweile schon im Bett, muss man sagen. Und es ist alles Kritik auf sehr hohem Niveau auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind das alles Sachen, die sich noch leicht fixen lassen. Also keine essentiellen Probleme an der Struktur, sondern alles Sachen, die man mit Feinschliff lösen könnte. Eine der Sachen, die mir aufgefallen sind, ist das Pacing der Zwischensequenzen. Also schon mal echt super, dass die jetzt sogar schon für die Demo die deutschen
deutschen Übersetzungen genommen haben und die deutschen Sprecher und alles perfekt 1:1 machen. Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass es nachvertonen oder so und damit der Charme verloren geht. Es ist wirklich 1:1 die originale Kampagne mit den Zwischensequenzen. Nur kam mir das Pacing ein bisschen schnell vor. Also es wirkt sehr gehetzt, also Sequenz an Sequenz. Da müsste man ein bisschen sanftere Übergänge machen wie im Original. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, ja, es wird uns nicht mehr vorgelesen, was die Mission ist. Das ist aber auch etwas, das lässt sich ebenfalls leicht beheben, bis zum Ende hin. Und ja, wir stellen mal einen Schwierigkeitsgrad auf sehr schwer. Die Tipps sind die gleichen, wie wir es aus der Hauptkampagne kennen. Gehen wir mal ganz kurz durch. Platziert zuerst euren Bergfried auf einem Hochplateau, verteidigt eure Position mit Wellen, Plattformen und einem Torhaus. Nutzt das Gelände weise, da Bogenschützen in hohen Positionen einen Vorteil haben. Käsereien sind produktiver als Jagdhütten, brauchen jedoch länger, um in Produktion zu gehen. Da solltet ihr sie gut verteidigen. Ist mit den Käsereien so eine Sache, aber dazu kommen wir noch. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir endlich dazu, worauf ihr alle wartet. Und zwar natürlich die Hinweise zu lesen. Nee, war ein Spaß. Aber hier seht ihr schon mal ein paar Grafiken. Schön, dass jetzt auch die Tipps wurden halt auch nochmal überarbeitet. Finde ich durchaus interessant. Aber ja, kommen wir zum eigentlichen Fleisch der Demo und das, was euch eigentlich interessiert. Wie sieht die Definitive Edition aus? Und alles in allem muss ich sagen, mega. Also wirklich besser hätte man es kaum umsetzen können. Mit moderner Grafik quasi den alten Flair rüberzubringen. Ich meine, schaut euch alleine die Bäume an. Die Bäume beeindrucken mich mit am meisten. Die sehen richtig schön organisch aus, sagen wir es mal so. Wie die im Wind wehen, vor allem hier noch. Der einfach nur der stufenlose, gut, stufenlose Zoom ist es nicht. Es gibt nur zwei Stufen, aber dieser fließende Zoom ist auch mega, finde ich. Und ja, wir platzieren einfach mal unseren Bergfried und starten wie immer. Nächste Sache, die mir aufgefallen ist, wie gesagt, ich werde hier sehr kleinlich sein. Ganz ehrlich, Stronghold ist mein Leben. Deswegen werde ich alles anmerken, was mir aufgefallen ist in der Definitive Edition. Und das nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass man erstmal jetzt hier nicht unsere Nachricht bekommen, von wegen platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, eure Gnaden. Genauso fehlt, platziert euren Kornspeicher, Sire. Das fehlt mir auch. Hier. Das ist aber alles Sachen, die kann man leicht hinzufügen, nachträglich. Okay? Ja, Vorratslager können wir machen. Ansonsten ist übrigens alles drin, was man schon vom Spiel kennt. Guten Morgen, eure Lordschaft. Die Bürger, die uns begrüßen, die Hühner, die herumgackern, unser Lord, der herumläuft. Machen wir unsere ersten Holzfällerhütten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Zack, zack. Wunderbar. Dann machen wir mal noch eine erste Hütte hier draußen hin, so in den Wald. Dann hätte ich gerne ein paar Käsereien. Dann machen wir mal die erste zumindest hierher. Obwohl, ich glaube, die ersten Bogenschützen zu machen, wäre nicht die allerschlechteste Idee. Wir haben übrigens auf sehr schwer gestellt. Oh ja, wunderbar. Die Waffenkammer kann man hierher, bitte. Dankeschön. Und ja, grafisch finde ich super. Ich muss dann später nochmal ein bisschen was anmerken, aber das mache ich, wenn andere Gebäude kommen, was den Kontrast angeht. Da könnte man noch ein bisschen was regeln. Aber alles in allem, eine super Umsetzung. Da bin ich rundum zufrieden. Hier haben wir die Rehe, die herumlaufen. Alles sehr, sehr schön detailreich gehalten. Also merkt man, da wurde echt Mühe reingesteckt. Dass trotz der neuen Engine quasi, trotz der Veränderung und der Aufwertung, es wirklich so klassisch wirken zu lassen wie möglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei all den Stunden, die ich gespielt habe, die ersten 1 bis 2 Stunden war ich noch ein bisschen skeptisch und habe überall nach Fehlern gesucht und habe mir gedacht, da muss irgendwo was sein. Nach den ganzen Stunden muss ich sagen, ich habe sehr oft das Erlebnis, dass ich manchmal vergesse, dass ich gerade die Definitive Edition spiele, weil ich schon so im Stronghold-Modus bin, also es ist so perfekt umgesetzt worden, dass ich wirklich dann gedanklich einfach denke, ja, okay, ich spiele Stronghold. Ich vergesse komplett, dass ich hier in der neuen Version bin. Okay. Das Holz ist drin, dann hätte ich gerne meinen Pfeilmacher, meinen ersten. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Wunderbar. Hier übrigens, da gehen wir auch mal ganz kurz durch. Kompass ganz normal zum 4 Ansichten wechseln ist auch da. Abflachen ist da. Interface ausblenden ist da. Was fehlt, und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen, muss ich sagen, ist diese halbflache Ansicht. Dieses teilweise Abflachen, das ist nicht im Spiel. Ich weiß nicht, ob es am Ende im Spiel drin sein soll, aber es fehlt aktuell. Und das vermisse ich schon ein bisschen, aber man kann auch ohne leben. So, dann wird hier produziert. Wunderbar. Wir bräuchten mal Käse und so. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Mal ran mit den Käsefarmen, bitte. Dankeschön. Ja, jetzt kommen wir auch mal zum Elefanten im Raum. Da unten rechts der Berater. Der ist offensichtlich in Jungbrunnen gefallen oder sowas.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es noch ein Platzhalter ist. Denn in den Nachrichten sehen wir den Berater immer noch und da sehen wir die alte Version, wie wir ihn kennen. Und das ist dann natürlich ein starker Kontrast. Außer der Typ mit dem Buch soll jemand anderes sein. Gute Frage, ob das so bleiben soll. Ich finde es ein bisschen suspekt, plötzlich dieses junge Gesicht da unten rechts zu sehen, das uns so angrinst. Wird sich zeigen, ob das bleibt oder nicht. Und übrigens eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde als Änderung. Und zwar, wenn man an den Kartenrand geht, man hat keinen schwarzen Rand mehr, sondern dieses Muster, dieses Holzmuster, was hier aufgeht. Das finde ich echt praktisch. Das ist echt gut. Und ja, eine weitere Sache, die aufgefallen ist, Interface. Gehen wir mal ganz kurz, während hier alles so anfängt. Schaut mal die Kühe. Also ich finde echt, das ist alles sehr schön designt worden. Gehen wir mal ganz kurz durch, was man in den Optionen alles einstellen kann. Also UI-Skala habe ich schon auf... Da könnte man doch wirklich noch dran arbeiten. Weil so standardmäßig war es, glaube ich, so, das ist mir wirklich zu klein. Das ist auch einer der Gründe, warum ich bis heute mit der alten Auflösung in Stronghold 1 und Crusader spiele, weil mir das Interface einfach zu klein war. Hier mit der maximalen Größe geht's, aber man könnte es gerne noch ein kleines bisschen größer machen als Option. Ja, Scrolltempo habe ich auch auf Maximum gesetzt, dass es für mich wie gewohnt ist. Und man kann sich übrigens alles einstellen. Man kann sagen, Karte scrollen, nur mit Tasten, mit Schieben. Die Maus-Echtzeitsteuerung kann man klassisch oder modern machen. Mausrad kann man zum Zoom verwenden oder wie klassisch, dass man zum Bergfried springt. Man kann sich Hotkeys einstellen, wie man lustig ist. Das ist auch mega. Und ja, ich glaube, am Ende kommen wahrscheinlich noch ein paar weitere Funktionen dazu. Könnte ich mir gut vorstellen. Also da kann man wirklich, wie man es gewohnt ist von modernen Definitive Editions, einstellen, wie man lustig ist. So, da wird uns unser Käse gemacht. Und das ist echt mega, hier Stronghold jetzt mal in diesem Detailgrad zu sehen. Mit allen Arbeitsschritten, die es so gibt im Spiel. Da wurde wirklich an alles gedacht. Ich habe wirklich rumgetestet und da wurde nichts vergessen in der Hinsicht. Wunderbar, da haben wir die Sachen. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir mal ein Ausbildungslager, um die ersten Truppen auszubilden. Und ja, beim Ausbildungslager fällt schon die erste Sache auf, die ich mit dem Kontrast erwähnen will. Dazu komme ich aber noch. Machen wir das Ausbildungslager mal hier vorne hin. So. Bin zur Stelle. Und das sehen wir jetzt auch mit dem Bogenschützen ein kleines bisschen. Bin zur Stelle. Ja. Hoppa. Bogenschützen bereit. Pack mal auf den Bergfried, bitte. So, genug Holz kommt rein. Noch eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, hier werden nicht immer die Holzkosten richtig angezeigt. Beim Holzfall beispielsweise sehen wir nicht, wie viel Holz wir haben. Also so Kleinigkeiten, Fehler, die noch drin sind. Dass hier und da bei ein paar Gebäuden ein paar Sachen fehlen. Hier hat es, glaube ich, gepasst. Also neben dem Holzfall war es später noch was anderes. Dann war es bei Blutvergießen. Aber irgendwo hat man dann immer noch nicht richtig die Ressourcen angezeigt bekommen. Ah, dann war es jetzt erstmal nur der Holzfall. Aber das ist mir noch ein paar Mal aufgefallen. Na gut, machen wir noch ein paar Pfeilmacher. Wir wollen da schließlich nicht nackig dastehen, wenn die Ratte kommt. Wir benötigen Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Machen wir mal die Sie Schatzkammer. Entdeckt, oh, da. Jetzt haben wir nicht gesehen, aber da war der alte Berater wieder. So, wir haben den ersten Kampf. Bin zur Stelle, mein Herr. Ja, wir haben auch gar nicht mal so viele Bogenschützen jetzt, ne? Ich habe es ein bisschen getrahnt, weil ich hier zugucken wollte, aber ist schon in Ordnung. Geht ja schließlich auch ein bisschen darum. Und hier seht ihr mal die Palisaden. Ich finde, das sieht auch super aus. Ja, schauen wir mal. Oh, das ist schon ein bisschen eng. Da kommen die neuen Lanzenträger. Oh. Ja, natürlich ein bisschen peinlich, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Lordi, mach mal dein Ding. Der Feind befindet sich in der Borse Leibe. Bin zur Stelle. Wir verlieren ein bisschen Gold. Bogenschützen, mein Bogen ist teuer. Verdammt! Okay. Da habe ich ein bisschen zu sehr geschwärmt. Kein Ding. Guckt mal da. 7. November kommt's raus. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war die Demo. Okay, das war jetzt ein bisschen schwach. Da habe ich ein bisschen zu sehr auf die Details geschaut, aber kein Problem. Das schaffen wir auch sehr schwer. So. Machen wir einfach nochmal. Ich muss auch gestehen, ich habe quasi, 90%, 95% der Zeit, die ich in der Definitive Edition verbracht habe, in der Demo verbracht. Was laber ich? Das ist ja die Demo. In der Mission Blutvergießen verbracht. Von daher kein Ding. Machen wir. Die mächtige Ratte hat uns besiegt. Schnief. Wir müssen eh auf die erste Holzlieferung warten. Von daher können wir schon mal das erste Gemuhe holen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ja, wir brauchen echt früher die Bogenschützen.
Übrigens, Spieltempo einstellen geht auch nach wie vor, wie man es kennt. Alles wunderbar. Übrigens, neben den beiden Missionen gibt es auch ein Tutorial, das man hier spielen kann. Einfach dieses klassische Tutorial, wie man es kennt. Und was das angeht, ist im Grunde alles wie gehabt. Deswegen lasse ich es erstmal aus. Ich denke, die zwei Missionen sind das Interessantere. Aber hey, sieht's mal so, dass wir jetzt nochmal anfangen, mehr Zeit sich das anzugucken, geht das Video ein bisschen länger, ist ja auch in Ordnung. So, da kommt das Holz rein. Nice. Und dann können wir jetzt mal anfangen, die Waffenproduktion zu machen. Fangen wir gleich mal mit zwei Bogen dann schneller an, dann passt das alles. Dann sollte das alles ziemlich gut hinhauen. Dann sollten wir auch genug Bögen haben zur Verteidigung. Ja, da kam das doch relativ schnell mit dem ersten Rattenangriff. Hat mich doch etwas kalter erwischt, als ich gedacht hatte. Ja, eine weitere Sache, die ich erwähnen will. Das wäre mir eigentlich auch ganz lieb. Ich meine, es ist natürlich praktisch, dass hier jetzt freigelassen wurde, aus einem gewissen Grund. Ich wünschte aber trotzdem, man könnte sich optional einstellen, dass man hier beim... Wo waren das am besten? Bei Grafikoptionen? Ja, bei UI-Skala am besten. Dass man auch sagt, bitte User Interface zentrieren. Dass man sagt, ich hätte das gerne mittig, wie es klassisch war. Wäre ganz cool. Aber ich habe mich jetzt mittlerweile auch an das rechts unten gewöhnt. Denn es ist ziemlich praktisch, was hinzugefügt wurde. Ich habe da während meines sehr schwer Let's Plays, während meines schwer Let's Plays des Remasters schon so einen kleinen Hint gegeben. Mensch, wäre das nicht schön, wenn man sich Ressourcen und Ziele unten links anzeigen lassen könnte. Ja, guck mal. Das ist schon echt praktisch, muss ich sagen. Sowohl Ressourcenanzeige als auch die Ziele, wann was kommt. Das ist schon echt geil, muss ich sagen. Und da merkt man auch, dass man vom UI-Scale noch ein bisschen höher gehen kann. Das kann wirklich noch ein bisschen größer sein, dass das so fließend übergeht oder so. Wenn ich denke, dass das die größte Einstellung ist, ist es schon so schwer, was zu erkennen. 69 Volt, nice. So. Gut. Machen wir mal weiter Mus. Jetzt habe ich weniger Kühe als letztes Mal. Mut zur Kuhzunft. So, so soll es was werden. Keine Veränderung. Gib mir in mal der Geld. My Lord. Ihr kriegt auch was zu mampfen. Das Volk liebt Wobei. Euch, unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So, wunderbar. Dann können wir jetzt mal mit den Palisaden anfangen. Ah, ebenfalls eine Sache, die ich erwähnen will, die mir aufgefallen ist. Wunderbar, dass jetzt wieder alles so ist wie damals. Ich frage mich eh, warum man nach Stronghold 1, beziehungsweise nach Stronghold Crusader damit aufgehört hat, dieses wunderbare Baumenü zu haben. Mit diesen Schilden zum Anklicken, mit dem Hin- und Her-Geswitche. Das ist so befriedigend. Das hat mir ab Stronghold 2 einfach gewaltig gefehlt. Was mir aufgefallen ist, das ist auch wieder so ein Minimalfehler, den man noch beheben kann bis Release. Wenn man auf Türme und Torhäuser geht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Fehlt der Sound zum Switchen. Wie gesagt, kleinliche Änderungen, aber wie gesagt, ich gehe da mit der Lupe ran. Stronghold ist mein Leben quasi. So, machen wir nochmal unser Torhaus. Jetzt machen wir mal ein bisschen früher hier alles zu. Dafür, dass wir jetzt hier am Anfang aufs Maul bekommen haben, kann ich euch versprechen, dass Blutvergießen besser laufen wird. Da bin ich jetzt Eingespielte. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ich hätte gern so eine etwas abgerundete Burg, die gerne so Holzer sein darf. Genau, sie darf Holzer sein. Ein paar Unterkünfte wären vielleicht auch nicht schlecht. Und dann kann ich vielleicht mal... Wobei, das mache ich, sobald der erste Angriff abgewehrt wurde. Dann würde ich mal ganz kurz den Punkt ansprechen mit dem Kontrast. Bin zur Stelle. Ah, jetzt haben wir schon mal mehr Bogenschützen, das sieht gut aus. Bin zur Stelle. Damit kommen wir schon eher hin. Hallo Leute, hier ist wieder Bauwin. Ihr merkt, ich bin schon wieder voll drin. So. So in etwa? Ja, komm, das kann sich sehen lassen. Eine schöne Rundum-Sorglos-Palisade. Jetzt läuft alles viel. Ja gut, wenn man es plötzlich ernst nimmt, geht das plötzlich viel einfacher, ne? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, alles gut. Bin zur Stelle.
Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, so. Mein Herr. Ja, zur Sache mit dem Kontrast. Ich finde tatsächlich, und das merken wir später, wenn wir Steingebäude bauen können, ich habe manchmal das Gefühl, dass der Kontrast noch ein bisschen scharf ist, ein bisschen grell. Also manche Gebäude wirken mir ein bisschen zu grell. Das werden wir später auch bei den Jagdhütten sehen und bei einigen Steingebäuden. Dass mir es manchmal ein bisschen vorkommt, wie zum Beispiel im Ausbildungslager, dass das irgendwie ein bisschen zu grell wirkt. Und andere Sachen sind ein bisschen zu kontrastarm. Beispielsweise habe ich bei den Bogenschützen oftmals das Gefühl, dass ich die ein bisschen zu schlecht erkenne. Bei anderen Truppen geht es ein bisschen. Bei Bogenschützen habe ich manchmal das Gefühl, kann auch sein, dass es mir nur so vorkommt, dass die mir ein bisschen so halb durchsichtig wirken. Eure Befehle? Und was ich auch noch gerne hätte zur Endversion, ich weiß, meine Einkaufsliste ist lang, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen penibel. Bin zur Stelle. Seht ihr beim Mauszeiger, wenn ich sage, hier das Symbol für hoch, das der Ansicht, das, der Kreis, dieser grüne, für wohin laufen, das rote für kann nicht hinlaufen, diese Pfeile nach oben, das ist mir zu klein. Das kann gerne größer abgebildet sein, dass man das ein bisschen besser sieht. Ja, guck mal, wie easy plötzlich. Harald, komm doch das nächste Mal mit mehr Leuten. Trau dich. Hauptsache die ganzen Käsefarben mitgenommen. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen eng. Aber kein Ding. Das wird. Bin zur Stelle. Ja. Wir verlieren ein bisschen Gold. Der Speicher ist leer, Sire. Oder wird es wirklich? Das werden wir sehen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Zumindest haben wir wieder Käse. Wenn auch nur kurz. Hier geht mal weg. Dann machen wir da unten nochmal ein Tor hin. Alles gut. Und da kommt ja auch nochmal eine Käsefarm im Idealfall. Unsere Kühe. Och nö. Jetzt wo ich. Dahingestreckt, my lord. Jetzt wo ich. Die Leute verlassen die Burg. Mal gerade die Nahrung brauche. Bogenschützen bereit. Na, halb durch sind wir. Alles gut. Ja, wunderbar. Ich lasse einfach mal auf 60er Spieltempo, wie ich es gewohnt bin. Das Lustige ist, dass auch hier 40 Standard ist. Und hier ist es jetzt eigentlich nicht mehr Engine-bedingt. Also damals war es ja so, mit der alten Stronghold 1 Grafik und der alten Stronghold 1 Engine, dass man 40 als Spieltempo gewählt hat, weil 60 zu viel gewesen wäre für die PCs damals. Aber alle Animationen sind auf 60er Spieltempo quasi. Oh ja, toll, der hat gerade beim Gold abgeben da. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Aber ja, alle Animationen sind beim alten Stronghold 1 auf 60 Spieltempo angepasst gewesen eigentlich. Und eigentlich ist 60 das eigentliche Standardtempo und es wird auf 40 reduziert. Firefly ist so originalgetreu, dass sie selbst das 40er Standardtempo übernommen haben für Definitive Edition. Und an sich übrigens alles andere. Ich habe eine ganze Weile lang viele Sachen beobachtet, Wirtschaften beobachtet. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Stunden mit dem Spiel verbracht. Ich habe vor allem Blutvergießen sehr oft gespielt, habe ich auch angeteasert während meines Remaster-Let's Plays. Eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Tja, gute Frage. Jetzt, wo keiner mehr da ist, ne? Ist leider keine Stirn mehr anwesend. Das Volk scheint, ich gehe mal ganz kurz von den Sternen hoch. In der Schatzkammer, my lord. Und übrigens, da ich ja schon erwähnt habe, dass ich hier die Demo spiele, die Demo ist leider noch nicht offiziell verfügbar. Also die Demo ist jetzt noch nicht für alle da, sondern nur an einige wenige, die jetzt hier diese Preview anschauen. Aber ich habe extra nachgefragt bei Firefly, wie es aussieht mit der Demo. Sie haben gesagt, sie werden die Demo hier noch nachreichen, dass ihr alle das noch spielen könnt und auch die Feedback-Funktion der Demo nutzen könnt, weil man kann ja auch Feedback geben und genauer sagen, was man gerne hätte und anders hätte. Und die könnt ihr genauso gut verwenden, sobald die Demo offiziell da ist. Und ja, ich mache das nicht allzu häufig, aber an der Stelle mal kurz angehalten, dass ihr den Kanal gerne abonnieren könnt und vielleicht sogar die Glocke aktiviert. Weil wenn es soweit ist, dass die Demo für euch spielbar ist, werde ich euch natürlich sofort Bescheid geben. Sowohl per Community-Tab wahrscheinlich werde ich sofort einen Post machen, als auch ein schnelles Infovideo, was ein paar Minuten geht und sagen, jo, hier ist der Link, jetzt könnt ihr die Demo selber spielen und Feedback geben. Das heißt, ich werde mein Bestes geben, euch so schnell wie möglich Bescheid zu geben.
So, Lanzenträger, komm ein bisschen näher und machen mir wahrscheinlich wieder ein paar Käsefarmen weg. Aber, hey, wir sind irgendwo dabei. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch das gesamte restliche Spiel keine Steuern mehr. Mit 132 kriegen wir genug Bogenschützen. Tut mir leid, das Tor ist zu. Jawohl. Es ist halt alles wie damals, auch die Pfeilphysik. Also das gesamte Gameplay ist einfach wirklich Stronghold 1. Es ist nur grafisch aufgehübscht quasi. Und das ist halt genau das. Und nach einer Weile Definitive Edition spielen, ist mir halt wirklich... Ich habe total vergessen, dass ich jetzt nicht ins normalen Stronghold 1 bin. Man gewöhnt sich tatsächlich sehr schnell dran. Wisst ihr was? Hier kommt auch ein Tor aus hin. Jawohl. So, jetzt läuft alles. Mein Bogen ist euer, mein Herr. In Bewegung. Eure Beliebtheit steigt. Im Übrigen finde ich auch schön, dass jetzt mittlerweile bei den Pfeilmachereien genau symbolisiert ist, was man da an Waffen herstellen kann. Finde ich auch sehr, sehr schön. Sonst muss ich gerade überlegen, gibt es noch irgendwas Neues? Wir können uns mal kurz die Hütten angucken. Wir haben übrigens immer noch den Fall, wie damals, dass die Hütten ihr Aussehen verändern im Laufe der Zeit, wenn sie da sind. Das wird man spätestens bei Blutvergießen bestimmt sehen. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Oh no, anyway. Jetzt ist ja alles gut. Alles in Ordnung. Irgendwie gehört es mittlerweile auch zum Udwin-Standard, dass ich bei einer Mission hergehe, ich bin total cocky und überheblich und schaue mir Sachen an und mache gemütlich Sachen, krieg einmal aufs Maul und dann spiele ich ernst. Obwohl, ganz perfekt war es auch nicht, weil wie gesagt die Nahrung zwischendrin ausgegangen ist. Okay, aber ich muss auch wirklich sagen, dass das Kuhsterbe-Event vom Timing her äußerst unpraktisch kam. Das Volk liebt euch, my Lord. Nice. Hier sehen wir übrigens schon ein bisschen die Einheiten. Da muss man noch dran arbeiten, das sehen wir später auch bei Blutvergießen, was die Einheiten angeht, die wir bauen können. Die sind von den Größenverhältnissen noch irgendwie komisch, das braucht auf jeden Fall noch Überarbeitung. Die Pikiniere einfach, das sind so 2,50 Meter Giga-Chats. Ist einfach so groß wie ein Ritter mit seinem Pferd. Neue Bäumchen. Bin zur Stelle. Ja. Ich finde es übrigens schön, dass Firefly alle Mechaniken behalten hat, wie sie waren. Bogenschützen. Nur eben modern angepasst. Dann sind meine ganzen Tipp-Videos zu Stronghold 1 und Crusader noch aktuell. Auch was Baumwachstum angeht, sind mir keine Unterschiede aufgefallen. Und ja, da habe ich auch kurz drauf geschaut. Die Ratte versucht es. Aber kommt nicht weit. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ja, und um etwas weiteres anzusprechen, was bestimmt vielen auf den Nägeln brennt, die Frage, ob es größere Maps gibt. Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich auch nicht beantworten. An sich sehen wir jetzt zwar dann mit Blutvergießen eine große Map, aber ob es jetzt noch größere Maps gibt, vielleicht zumindest für den Multiplayer oder so, ist eine gute Frage. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, Stronghold 1, vielleicht höchstens für den Multiplayer, aber ansonsten, Stronghold 1 braucht nicht mal größere Karten. Stronghold 1 ist eigentlich mit den Kartengrößen, mit den 400x400 als Maximum, echt gut zu spielen, weil es da ja nicht drauf ankommt, jetzt mit mehreren Burgen da zu hantieren, oder weil es da keine Burgen-KI gibt. Was das angeht, keine Ahnung, ob da was hinzukommen wird, so ein Skirmish-Modus oder sowas, aber ich glaube nicht nach allem, was ich gelesen habe. Für Crusader wird es aber interessant. Spätestens, wenn eine Crusader Definitive Edition kommen sollte und Hand aufs Herz, auch wenn ich da keine Info... Ich weiß nicht, ob es eine Crusader Definitive Edition geben wird, aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Jetzt, wo sie das Grundgerüst haben, dieses neue Grundgerüst für Stronghold 1, dann können sie auch wirklich noch die Crusader Definitive Edition machen. Ich nehme mal an, das wird bestimmt auch vom Erfolg abhängig gemacht. Und ich muss an der Stelle auch wirklich meine Hand ins Feuer legen und ganz ehrlich sagen, wenn das Spiel mit guter Qualität rauskommt und sich wirklich so spielt wie damals und dass die Definitive Edition richtig gut ist, egal ob ich einen Key dafür bekomme oder nicht, wenn es irgendwie so eine Art Collector's Edition gibt oder sonst irgendwas, ich werde mir das auf jeden Fall kaufen. Das muss ich wirklich unterstützen, dass Firefly den richtigen Weg einschlägt, was Stronghold angeht. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Adam Rundbaum, alles klar. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Und ich hoffe auch wirklich, dass Firefly den Weg weitergeht und ähnlich wie bei Age of Empires einfach die älteren Spiele jetzt erstmal mit Definitive Editions versieht. Das Wort ist echt schwierig.
bevor sie jetzt wieder sich in neue Gewässer wagen. Das heißt, Stronghold Crusader darf gerne die Definitive Edition haben. Spätestens da dann vielleicht auch mit größeren Maps. Das wäre mega. Und natürlich, was man auch machen könnte, wäre für Stronghold 2 und Legends. Fände ich eine Definitive Edition auch sehr interessant, muss ich sagen, das alles in einer neuen Engine zu erleben. Vielleicht wirklich mit der Unreal Engine oder so, Stronghold 2 oder Legends. Das könnte schon verdammt sexy werden. Mein Herr? In Bewegung. Und ja, selbst Stronghold 3 als Definitive Edition, wenn man das Spiel dann wirklich fertig entwickelt und es so macht, wie es hätte sein sollen, wäre auch Stronghold 3 Definitive Edition eine richtig gute Idee. Alles danach muss man nicht unbedingt eine Definitive Edition machen, weil das ja schon quasi die modernen Strongholds sind, in Anführungszeichen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja, ein Angriff kommt, glaube ich, noch, ne? Ja. Oh. Steuern wieder weg, bitte. Das mit dem Käse muss noch besser werden. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, ja. Okay, letzter Angriff kommt gleich. Bin zur Stelle. Aber wir haben genug Truppen. Ja. Selbst wenn uns die Leute hier verhungern, wir überleben. Das ist das Wichtige. Es geht ja schließlich nur um mich. Und im Übrigen mehr, was die Texturen angeht. Also sowohl die Bäume sind echt beeindruckend, muss ich sagen, als auch die Felsen, also die Felsen und Felsformationen. Was man da im Editor jetzt bestimmt zaubern kann, ist garantiert mega. Aber bezüglich Zukunft von Stronghold, jetzt bin ich echt guter Dinge. Weil die Definitive Edition ist ein echt gutes Zeichen. Und da kann Firefly, ich meine, Firefly kann ja jetzt dann trotzdem in neue Gewässer gehen und neue Sachen versuchen. Vor allem mit einer neuen Engine und ein neues Stronghold machen. Aber immer wieder mal so eine Definitive Edition mit einzustreuen, wäre schon eine geile Sache. Also jetzt erstmal auf jeden Fall noch Crusader Definitive Edition, danach bitte. Ich weiß, es klingt erstmal anmaßend, das jetzt noch zu bestellen. Aber das wäre einfach sinnig, das zu machen, jetzt wo die Engine schon mal da ist. Dann kann Firefly gerne den neuen Weg gehen und mal was Neues probieren. Und dann mal irgendwann sagen, okay, jetzt machen wir auch nochmal eine Neuauflage vom zweiten Teil. Und von Legends vielleicht oder so. Das wären so meine Überlegungen zu der Sache. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant. Vor so ziemlich 3 Jahren habe ich ja mal eine eigene kleine Videoserie gemacht aus 2 Videos bezüglich die Zukunft von Stronghold und wie sie sich in 2D und in 3D weiterentwickeln sollte. Und ich muss sagen, die Videos sind verdammt gut gealtert jetzt mit den neuen Infos. Kann ich euch empfehlen, das mal anzugucken. Vielleicht verlinke ich es auch. Jawohl. Feiglinge sind davongelaufen, Sire. Wir holen sie nicht mehr ein. Sie verraten uns mit Sicherheit. Das hat einfach, Sieg. Der neue Berater hat einfach eine 40 Jahre jüngere Version von ihm. Wahnsinn. Jawohl. Wir haben niemanden verloren. Nice. Okay. Ja, da haben wir es. Stronghold Definitive Edition. Am Ende, hier sehen wir noch ein paar Bilder, wie es dann am Ende aussieht. Verbesserte Animationen, Texturen und Beleuchtung. Eine neue Singleplayer-Kampagne mit 14 Missionen. Full Steam Multiplayer Support and More. Irgendwie haben die es vergessen zu übersetzen, aber ja. Wunschliste hinzufügen, das werdet ihr, wie gesagt, machen können in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zum richtigen Fleisch, weil wir da viel mehr sehen können, und zwar zur Mission Blutvergießen. Ja, ich würde sagen, nicht großartig rumschnacken, Kopf in Nacken und so. Mission 11, Blutvergießen. Lord Woolsack ist beschäftigt, Sir Longarm auf einer Mission im Ausland, und ihr braucht eine neue Aufgabe. Deshalb entscheidet ihr euch, weiter zu marschieren. Die Männer, die ihr in die Grafschaft der Ratte geschickt habt, haben versagt. Was kann ich dafür? Ich habe nur die Truppen gestellt. Die Ratte hat sie befehligt. Still! Erobert die Ländereien der Ratte zurück, oder ich reiß euch die Zunge heraus. Ich muss mich um die Ursache des Problems kümmern. Die Vergangenheit des Wolfes ist geheimnisumwoben. Alles, was man von seinem Werdegang weiß, sind Geschichten und zweifelhafte Gerüchte. Abgesehen davon glaubt man, dass seine Eltern beide kurz nach seinem 18. Geburtstag eines natürlichen Todes gestorben sind. Alles klar. Auch hier wird er wieder nicht vorgelesen. Und hier haben wir auch wieder das Problem mit dem Pacing. Und was mir aufgefallen ist, die Position der Herzog hat sich verändert. Der Wolf ist unten links, Schwein oben rechts. Ursprünglich bei Wolf oben links und Schwein unten rechts. Also gab ein paar Design-Umentscheidungen. Und es gibt ja auch andere neue Hintergrundbilder. Zum Beispiel das jetzt vom Kamin, was wir in Mission 4 gesehen haben. Oder jetzt auch hier das mit der Kerze und dem Apfel auf dem Tisch und solchen Sachen. Das ist alles neu gemacht tatsächlich. Und auch hier das Hintergrundbild von
der Kampagneneinleitung, der Missionsvorlesung quasi. Das ist auch neu. Da wurde schon viel Liebe zum Detail reingesteckt, tatsächlich. Ja gut, gehen wir mal kurz durch. Nehmt euch vor den Schwertkämpfern der Nacht. Ihre eiserne Rüstung kann von euren Bogenschützen kaum durchdrungen werden. Ich find's auch ziemlich lustig, dass es vom Pacing, das war nicht so geplant, dass jetzt die Mission 11 Blutvergießen wirklich kurz nach meinem Remaster Mission 11 Blutvergießen ist. Also das war wirklich reiner Zufall, dass das jetzt genau auf diesen Tag fällt. So, dann. Streitkommkämpfer sind hier nützlich als Lanzenträger. Ist so eine Sache, aber ja, die Info haben wir schon mal. Gut. Dann, sehr schwer, Mission 11 Blutvergießen, von der ich gesagt habe, dass ich die letzte Zeit sehr häufig gespielt habe. Jetzt wisst ihr warum. Ja, die ist genauso, wie wir sie in Erinnerung haben von Vanilla. Und für alle Leute, die jetzt neu hinzukommen und meinen Kanal vielleicht nicht kennen, aktuell spiele ich auch für Stronghold 1, fürs klassische Stronghold 1, die Remaster-Kampagne. Da wurden alle 21 Missionen nochmal überarbeitet. Sehr, sehr gut gelungen, sehr, sehr gut designt, macht sehr viel Spaß. Kann ich euch auch empfehlen, da mal reinzugucken. Im Idealfall verlinke ich es auch in der Beschreibung. So, da sehen wir auf jeden Fall. Da ist der Wegweiser wie gewohnt. Der WWW-Wegweiser. Der WWW-Wegweiser im World Wide Web. Und die Mission kann man relativ einfach, also relativ einfach schaffen. Ich nenne es mittlerweile die Kurka-Methode, weil er hat es in seinem Livestream entdeckt und hat es dann als auch so für sein Video benutzt. Ich habe da schon reingeschaut. Er baut sich gerne hier hinten auf und nutzt die gesamten Felsen mit als Verteidigung. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin meistens oftmals den Weg gefahren, da ich mich hier irgendwie oben aufgebaut habe. Ich mache mal so ein Hybrid draus. Ich mache mich relativ an diesen Felsvorsprung ran, aber immer noch so, dass ich ein bisschen was offen aufbauen kann. Okay, ab geht er. Ran mit dem Konspeicher. Und hier muss ich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen konzentrierter rangehen, denn die Mission ist etwas hakeliger, etwas schwieriger. Die Mission liebt es, dich ein bisschen zu nehmen, sagen wir es mal so. Machen wir mal die ersten Jagdhütten. Erste Holzfäller bitte. Noch mehr Holzfäller, bitte. Noch mehr Holzfäller, bitte. Der Marktplatz kann ein bisschen warten. Und was ich auch schon mal ankündigen kann, ist, dass ich wohl... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wahrscheinlich... Ich meine, es ist jetzt Donnerstag, wenn das Video rauskommt. Wahrscheinlich morgen. Freitagabend ist ja mein Livestream-Tag. Und ich werde wahrscheinlich einen Livestream machen. Zur Definitive Edition, zu dieser Demo, wo wir alles nochmal uns ganz gemütlich angucken, weil es gibt hier viel mehr Sachen, als ich in den Missionen jetzt vorstellen kann, die ich euch zeigen will, beispielsweise jetzt auch Angstfaktor und Religion, Bierbrauen gibt's hier, Bäckereien gibt's. Es gibt jetzt schon fast wahrscheinlich mehr, als ich hier auf die Kurze zeigen kann. Deswegen können wir da in dem Livestream mal, könnt ihr dann alle live Fragen stellen, was ihr wissen wollt, was ihr sehen wollt und können dann mal die Sachen durchgehen. So, es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das Holz muss eh noch kommen, oder? Palmacher kann schon mal seinen Arbeitsplatz besetzen. Ja, und den steinernen Bergfried, auch nochmal viel detailgetreuer gestaltet jetzt. Und ja, Pfeilmacherei, Pikmacherei steht auch da, hier Hellebarden und Speere. Dann die Schmiede für Streitkolben und Schwerter und die Gerberei für Lederharnische. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden keine dahin, Veränderung in der Schatzkammer. Ja, ich glaube, es geht erstmal so. Schwinden dahin, euer Gnaden. Dankeschön. Jetzt können die Pfeilmacher mal Pfeile machen. Bitte, der Pfeilmacher, jetzt mach's Pfeils. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Wunderbar. Dann könnten wir so langsam mit den nächsten Holzlieferungen drüber nachdenken, Steine abzubauen. Beziehungsweise vielleicht erstmal die Nahrung zu boosten, ist eine gute Idee. Fangen wir mal tatsächlich mit Käsereien an. Machen wir da unten eine hin. Einfach weil dort vielleicht meine Harnischproduktion mit hinkommt. Das wäre ganz praktisch, muss ich sagen. Und dann hätte ich gerne Getreide. Guten Morgen, eure Lordschaft. Den Baden gibt's hier auch. Guten Morgen, eure leider ohne den Baden-Song. Ich habe den Baden schon mehrfach angeklickt. Das funktioniert leider nicht, kann ich euch auch schon mal sagen. Die neue Kapelle, wir können sie zumindest mal von der Optik schon mal sehen. Sieht auch echt geil aus, muss ich sagen. Ansonsten Religion und Segnungssystem funktioniert ja auch noch genauso. Alles gut. So, dann können wir schon die Unterkünfte machen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Und dann hauen wir mal die ersten Bogenschützen raus. Bogenschützen bereit. Und neben den ersten Bogenschützen natürlich dann auch noch
Machen wir mal ein bisschen Getreide. Das kann dann reinkommen, dann machen wir noch die Mühle. Da haben wir schon mal einen ganz guten Start. Ich hätte auch gerne noch ein bisschen Lanzenträgerproduktion. Ah, hier. Jetzt fehlt mir beispielsweise dieses Halbabflachen gerade. Was mir aufgefallen ist, der Pfeilbacher hält den Bogen andersrum. Beim Abgeben. Bin zur Stelle. Schweinerei. Gleich mal Petition starten. Nee, ist in Ordnung. Keine Beschwerden an dieser Stelle. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Dann haut's noch hin mit der Beliebtheit, aber ich sollte mal die Steuer nicht zu weit noch auf die Spitze treiben. Bin zur Stelle, mein Herr. Na Schlange, wann kommt denn deine Nachricht? Am besten, ihr schließt schon einmal die Augen. Wie gesagt, ich kenne die Mission mittlerweile auswendig, weil ich mir alles Mögliche angeschaut habe in der Mission einfach. Weil die Definitive Edition einfach nur hier Studiengang draus gemacht und alles genau analysiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, seit knapp einem Monat Bescheid, dass es die Definitive Edition gibt. Ich durfte halt nicht sagen, genaueres. Ich habe klar hier und da meine Anspielungen gemacht, aber natürlich nur so ganz grobe Andeutungen. Und bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich das Video aufnehme, hat niemand irgendwie ansatzweise raten können, was kommt. Ja, ich glaube, so langsam können wir die Mühle machen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Aber die Sache ist wirklich die, ich kann kaum beschreiben, wie ich mich gefühlt habe, als ich die Nachricht bekommen habe. Ich habe jetzt von Firefly das Angebot bekommen, hey, hier Einblick ins neue Stronghold, willst du mitmachen? Musst aber hier NDA unterschreiben und alles mögliche. Ich habe mir einfach gedacht, okay, bin mal gespannt, was es wird, gerade mit der neuen Engine. Alles mögliche mir vorgestellt, habe so ein kleines bisschen im Hinterkopf so für mich hin. Am besten ihr schließt schon einmal die. Muss ich ganz ehrlich sagen, so ein kleines bisschen hatte ich mir schon so den Wunsch gemacht, oh, eine Definitive Edition für Stronghold, das wäre so geil. Aber ich muss ja wirklich sagen, als es dann wirklich da war, als ich dann wirklich die Mail bekommen habe und ich habe einfach diese magischen Worte gelesen, Stronghold Definitive Edition, also ganz ohne Scheiß, für mich ist wirklich kurz die Zeit eingefroren. Alles um mich herum wirklich komplett vergessen. Ich habe da wirklich auf Stronghold Definitive Edition gestarrt. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, und das war einfach eine Achterbahn an Emotionen. Dann wirklich die gesamte Zeit danach verbracht, einfach zu jubeln und zu feiern, dass es jetzt kommt. Hier, guck mal, die neuen Häusermodelle. Die Truppen der Schlange greifen an. So, da kommt er. Der Schelm. Oh, das sind auch die ersten Bären. Die ersten paar Streitkommenkämpfer. Das könnte ein bisschen eng werden, wenn wir uns jetzt nicht schon gleich ein paar Frontschweine holen. Und was ich auch machen will, ist jetzt meine Mauer zu ziehen. Aber ich bräuchte mal jetzt wirklich noch Steinbrüche. Habe ich noch gar nicht angefangen bis jetzt. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Womit sein. Kann ich kommt mal ran, kommt mal rüber. Sind auf dem Weg. Dann rauf rüber. Es runter. Rekruten benötigt sein. Und dann bräuchte ich mal mehr Leute, bitte. Ingeborg Braun. Alles klar. Hier, das Buch vollends ist auch sehr detailliert wir mittlerweile. Es werden Rekruten Bogenschützen benötigt sein. Sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, bitte. Eine kleine Soldatengruppe der Schlange befindet sich auf dem Weg zu. Pixen! Lordi, du machst mit. Seht ihr, läuft. Okay, wir bräuchten jetzt mal Brot, bitte. Ansonsten wird das etwas eng. No offense gegen Leute, die es eng mögen. Aber man muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, jetzt haben wir mal ganz kurz einstellen müssen, aber es passt schon. Mehr Häuser, bitte. Die Truppen der Schlange greifen an. So, ich bleib dabei, dass ich jetzt gerne mal auch anfangen würde. Na, vorher hätte ich gerne noch ein paar Truppen extra. Das ist immer so mein größtes Problem bei dieser Mission, dass ich das mit der Bevölkerung hinbekomme. Komm, backt mir die Brote. Backt schneller, backt enthusiastischer. Jawohl, Jäger, zeig es ihnen im Nahkampf. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle? Dun, 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 dun. Ihr seid auf uns allzeit bereit. Jawohl, die ersten Brote kommen rein. Es werden Rekruten benötigt sein. Unsere Schatzkammer leert sich. Es werden Rekruten benötigt sein. So, alles bereit machen. Knubbel! Kleine
Ihr kennt die Strategie. Okay. Wunderbar. Ja, passt eigentlich von den Bewohnern. Jetzt kommen gleich die Schwertkämpfer des Wolfs. Ich hätte jetzt gerne... Übrigens, die Ausgangspunkte für die Steinbrüche sind jetzt ein bisschen besser. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe das nicht wirklich reproduzieren können. Ich habe es bei verschiedenen Punkten versucht. Ich habe mir erstmal gedacht, das richtet sich nach Bergfried aus, aber nee. Es richtet sich immer so ein bisschen von den Steinvorkommen weg, quasi. Aber das ist durchaus praktisch. Die Schwertkämpfer des Wolfs sind hier. Wir sind verloren. Oh, oh. Wo sind sie denn, die Herren? Da sind sie. Bogenschützen und die Schwertkämpfer. Die Schwertkämpfer haben ein sehr, sehr schönes Modell. Da sieht man jetzt erstmal so wirklich, dass das wirklich Ritter sind in Vollplattenpanzer. Also quasi unberittene Ritter, wenn man so will. Ich finde bloß, die Animation ist noch ein bisschen steif. Die laufen noch ein bisschen unmotiviert für meinen Geschmack. Zumindest kommt es mir so vor. Wir brauchen jetzt wirklich viele Lanzenträger, weil die Bogenschützen machen da nicht viel. Und ich habe leider noch nicht die Burg zu, weil ich zu spät dran gedacht habe, die Steinbrüche zu bauen. Dann merke ich mal wieder, dass es doch anders läuft, als ich es mir immer vorgestellt hatte. Weil, während ich jetzt hier drüber geübt habe, habe ich halt wirklich mich voll konzentriert auf das Spiel stürzen können. Jetzt habe ich so viel, was ich erklären und erzählen will, dass ich wirklich merke, könnte ein bisschen besser laufen. Von daher, schaut mal, dass wir das hinbekommen. Hier kommt mal raus und schießt. 200 Schüsse für einen Schwertkämpfer, wissen wir ja. Das heißt, 10-mal schießen, dann ist einer weg. Wir müssen dem Lanzenträgern genug Zeit geben, dass das alles läuft. Und dann möchte ich ja eigentlich noch was Schönes bauen. Deswegen baue ich jetzt endlich mal hier Steine. Bin zur Stelle. Genau, die Jäger machen auch mit. Bin zur Stelle. In Bewegung. Rücken aus. Bitte einfach mal vorbeigehen, ey. Ein Sword bei. Oh, hi. Oh, ja, ja. Die kommen hier hinterher? Ich dachte, die laufen direkt auf den Bergfried. Das ist Glück im Unglück, muss ich sagen. Aber die da unten, okay, die hacken auf die Mauer ein. Ist in Ordnung. Alles gut. Tja, Wolf, mehr hast du nicht drauf. Ich gehe mal zum Bergfried zurück. Oh oh. Aber gut, solange wir den Einzelnen wegpieksen können, alles gut. Holt ihn euch. Sehr gut. Haben wir. Dann holt mir die hier. Mit List und Tücke besiegen wir die Schwertkämpfer des Wolfs. Oh shit. Oh shit. Der kommt hier durch. Achtung, von der Richtung. Angriff. Machen wir mal Angriffshaltung. Jawoll. Das nächste Mal werde ich euch nicht unterschätzen. Das nächste Mal, ja. Ich glaube, fürs nächste Mal brauche ich ein bisschen Vorbereitung, wie es scheint. Das Volk liebt unsere Goldvorräte. Wachsen stetig, Sire. Gib mir mal mehr Steine, bitte. Die Arbeit wurde anfangen. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, Mylord. Ich glaube, das Notfallrekrutieren hat sich als sehr nützlich herausgestellt. Machen wir schon mal die ersten Harnische. Wir wissen ja, was bald kommt als Event. Machen wir mal Eisen. Für erste Steinbrüche notfalls halber. Und ja, sowas kann man immer noch machen. Machen wir auch mal eine Treppenverbindung, dass das einfacher geht. Ein, zwei davor. Haha, nice. Eine Botschaft, Herr. Hier, nehmt dies.
Dieser Bauplan für eine Armbrust wird euch gegen eurem neuen Widersacher helfen. Sehr schön. Wir beten, dass es ausreicht. Nicht nur ihr. Bin zur Stelle. Ab geht's, Armbrüste. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr wisst, was zu tun ist. Keine Arbeit, Sire. Arbeiter an die Arbeit. Sire, unsere Pfeilmacher sollten so schnell es geht Armbrüste bauen. Wir müssen bereit sein, wenn die Männer des Wolfs zurückkehren. Marktplatz soll auch helfen übrigens, aber wir können eh nicht so viel handeln. Für Nahrung jetzt vielleicht mal kurzzeitig geholfen, aber der Rest, ja gut, Steine. Ja. Ja. Wir benötigen Gold. Einmal so eine Schmiede für Streitkolben wäre auch nicht schlecht. Na, sonst würde ich jetzt einfach mal zumachen. Bin ich mal so dreist. Machen wir mal ein schönes kleines Tor hier. Da oben würde ich dann auch gerne zumachen. Auch mit dem Tor zur Seite raus und dann passt das alles. Okay, brauchen wir nur noch genug Steinlieferung dafür. Ja, guck mal einer an. Da ist nochmal mehr für den extra Ochsen noch frei geworden. Jawoll. Was sagt das Timing? Mensch, ich hoffe, ich krieg die Burg noch fertig. Ich habe echt zu lange geschlafen mit den Steinbrüchen. Ich hätte das schon viel früher hätte bauen können. Ich zeige euch gleich noch einen weiteren wunderbaren Grund, die Definitive Edition zu lieben. Komme ich gleich noch dazu, wenn ich genug Stein habe. Erstmal möchte ich zumachen. Ach, Kind. Es gibt Sachen, die ändern sich nie, ne? Es gibt manche Dinge, die ändern sich wirklich nie. Du mieses... Ja, genau. Spielt Backe-Backe-Kuchen. Ist in Ordnung. Nee, wirklich. Ich bin überhaupt nicht angepisst. Jetzt kommt dabei so, dass dieses Mal werde ich euch besiegen. Gut, das dauert noch eine Weile, aber das ist dann so schön zum Abschluss. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Du Bauer. Achtung und los! Yay. Wir sind bald zu mit dem Bergfried. Jawohl. Shortcut hier haben wir auch schön genutzt. Geht nach wie vor wunderbar, auch mit den erhöhten Wellen. Also die ganzen alten Tricks vom Editor funktionieren ebenfalls noch. Finde ich wunderbar. Ah, jetzt. Sehr gut. Okay. So, wollt ihr mal sehen, was ich ultra an der Definitive Edition feiere? Und das alleine, diese Tatsache alleine, ist für mich schon ein Kaufgrund. Also wenn das Spiel gut ist und fehlerfrei rauskommt und alles wunderbar ist. Dieses eine Feature ist für mich einfach das, was mich von den Wolken fallen lässt. Und ich muss es euch gleich mal zeigen. Das ist etwas, das ist ein Traum, der seit langem in Erfüllung geht. Los, Ochsen, bringt rein. Eure Lordschaft. Wir benötigen Steine. Der Glitch ist behoben. Man kann jetzt endlich Türme neben Torhäuser platzieren, ohne dass dieser blöde Grafikglitch ist, der einen alles versaut. Ich glaube nicht, wie glücklich mich das macht. Das ist unglaublich. Endlich mal gescheite Türme neben Torhäusern. Ja. Und Marsch! Tut mir leid. Bauwind kann das hier nicht durchgehen lassen. Das muss ein bisschen versetzt werden. Los, liebe Ochsen, beeilt euch. So, alles klar. Es werden Rekruten benötigt. Wir brauchen mehr Rekruten. Kein Problem. Easy. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Ja, das passt eigentlich mit dem Stein. Jawohl, die ersten Streitkolbenkämpfe. Gucken wir die jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Kommt mal raus.
Wie gesagt, was die Größen angeht, gibt es dann wahrscheinlich noch ein paar Anpassungen, hoffe ich. Es wirkt noch nicht so ganz fertig von den ganzen Verhältnissen. Und wie gesagt, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch gerade mit den Mauern, manchmal wirkt es mir ein bisschen zu hell. Wie gesagt, Kontraste und Beleuchtung könnte man so ein bisschen regeln, dass man es vielleicht alternativ einstellt. Weil einige Sachen, wie zum Beispiel auch die Jagdhütten und auch das Ausbildungslager, wirken manchmal ein bisschen überbeleuchtet und überkontrastreich. Und andere Sachen, wie zum Beispiel die Bogenschützen, entfallen mir manchmal ein bisschen aus der Sicht. So, die Schlange kommt mit dem großen Angriff. Bin ich mal gespannt drauf. Entspannt euch. So, jetzt hier mit den Wellen. Wunderschön. Es werden Waffen auf uns zählen. Womit kann ich dienen? So, da kommt die Schlange. Hier sind die neuen Belagerungszelte. Mitsamt Baumeistern. Ah, die Schlange wird hier. Die hat zwar ewig viele Baumeister, aber macht ja eigentlich nur Schilde. Jetzt bist du plötzlich Trippbock gekommen oder sowas. Was glaubt ihr, wie ich schauen würde? Oh ne, es kommen nur Schilde. Alles gut. Geschild, sag ich da. Streitkolben und Streitkolben-Action. Shit. Unsere Streitkolben haben verloren. Okay, geht mal raus und jagt die, bevor die mir zu viel kaputt machen. Oh Gott, war dann Armbruchschütze. Jetzt hört halt auf. Wisst ihr, was es gekostet hat, das aufzubauen? Raus und rennen, bitte. Lass mal das Rennen sehen. Jawohl. Ran da. Der Feind ist bezwungen. Ja, haut doch ab. Also bitte, bitte haut ab. Danke. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, bis der Wolf kommt. Na, Schlange, was sagst du dazu? Womit kann ich dienen? Und weiter. Im Übrigen, was die Farbe angeht, kommt mir jetzt auch so ein bisschen vor. Manchmal bin ich mir unsicher, ob ich gerade dunkelblau oder hellblau spiele. Manchmal ist mir das Blau fast ein bisschen zu hell, so aus dem Augenwinkel oder so. Habe ich gerade die Frage, wenn es dann wirklich noch die Farbe hellblau gibt, wie stark unterscheidet die sich? Weil das ist dann wirklich schwierig, die dann zu unterscheiden. Gerade bei den Lanzenträgern habe ich echt manchmal das Gefühl, dass es eher so ein hellblau ist. Eine Botschaft der bräuchte echt mal noch. Nicht schon wieder. Der Harnische. Ich kann euren Anblick nicht mehr ertragen. Das nächste Mal habt ihr nicht so ein Glück. Wisst ihr was, wir machen mal noch so eine kleine Verteidigungsfront hier. Einfach weil das gut aussieht. Können wir mal sagen, dass das noch so ein zusätzlicher... Verbindung ist. So, hier, die Welle, dass man die so noch bauen kann. Hier, klar gibt es bei den Übergängen noch so ein paar kleine Probleme. Das hat Koga sogar schon eingereicht. Als direkte Beschwerde. Schade, man kann es doch nicht direkt anbauen. Aber so ist schon okay. Da haben wir ja ein bisschen was aufgestellt. Nochmal als extra Verteidigung in diese Richtung. Da müsste ich bloß noch gucken, dass hier zu ist, ne? Na, erstmal haben wir was aufgestellt. Das ist das Wichtige. Es werden Waffen. So, hier geht mir dran. Dann können wir hier uns noch ein kleines bisschen vorbereiten. Dann können wir immer so ein paar kleine Bastionen aufbauen. Das mache ich jetzt mittlerweile auch ganz gerne. Mehr oder minder Schützenplattform. Vom Bergfried ausgehend jetzt hier. Das Vorratslager ist voll, my lord. So, ah ja, perfekt. Ideal. Aha. Können wir fahren? Fahren sind keine... Ja doch, aha. Hier, guck mal, auch die Flaggen sind irgendwie hellblau, ne? Ohne Scheiß. Ihr könnt auf uns zählen. Mein Bogen ist euer. Im Laufschritt. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Jetzt kommt der Wolf gleich nochmal. Entlegene Dörfer.
sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Ja, sag ich doch. Warum kommen wir da nicht hoch? Es muss doch eine Verbindung. Ah, es ist eine Verbindung hierhin, aber nicht da. Ah, ich verstehe. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ja, kein Ding. Machen wir das so. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Lordschaft. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. So, Wolf, schon, komm, komm mal. Diese Male klatschi klatschi. Ich komme drauf gerade, das Wolf hier, Herzog Wolpe, das ist nicht italienisch. Manchmal stelle ich mir einfach ein Italiener vor. Werde ich euch besiegen. Mein Herr? Okay, das sind ein paar Schwertis. Aber gut, nach dem, was ich jetzt gewohnt bin vom Remaster, ist das jetzt irgendwie süß. Oh, guck mal. Ich könnte es tatsächlich. Hier könnte ich einen Turm hinmachen auf diese Weise. Cool. Tut mir leid, Wolf, du musst ein bisschen warten. Ich habe gerade wichtige Geschäfte hier. Das Vorratslager ist voll, my lord. Okay, egal. Wir haben hier so einen kleinen Aussichtsturm. Ja, natürlich cool, das irgendwie kombinieren zu können. Eure Befehle? In Bewegung. Also jetzt die beiden Bogen miteinander kombinieren zu können. Ich meine, ich könnte jetzt eine Treppe... Eigentlich könnte ich rein theoretisch eine Treppe runter machen und mit meiner Burg verbinden. Könnte ich wohl machen. Also ich sage, ich mache von hier aus eine Treppe runter in meine Burg rein. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Auf die Weise wäre das nicht hier zugänglich. Wisst ihr was? Das mache ich. Die Schwertkämpfer brauchen eh noch ein bisschen, bis sie da sind. Ja, das, wie gesagt, ich wünschte jetzt, dass die Sachen mit dem Mauszeiger ein bisschen größer werden. Das Vorratslager ist voll, my lord. Gerade ein bisschen schwer zu erkennen. So. Wolf, ich bin gleich für dich da. Bitte warten Sie, unser Support wird sich melden. Geht das? Jawohl! Dann ist das jetzt verbunden mit dieser, mit unserer Verteidigung, quasi. Nice. Schwertkämpfer. Okay, die machen mir meinen wunderschönen Turm kaputt. Das finde ich nicht so wunderschön. Alles in Nahkämpfer mal hinten sammeln ein bisschen. Wir müssen so einen Last Stand vorbereiten für den Fall, dass er durchbricht. Aber es sieht ganz gut aus. Ach, guck mal, die wollten da hinten durch. Die wollten da hinten durch, ihr Schlingel, ich weiß es ganz genau. Zurecht. Ja, das läuft. Die Burg hat eine Botschaft des Wolfs. Und schaut mal, wie sie sich auch alle freuen. Auch das haben sie übernommen. Das finde ich so super. Ja, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, die Bogenschützen sind halb durchsichtig. Kann auch an mir liegen. Sag mal, ob ihr das irgendwie auch so seht. Okay. Wunderbar. Das war unser Einblick in die Stronghold Definitive Edition. Ich kann nach wie vor sagen, dass ich einfach mega glücklich und zufrieden bin. Wie gesagt, ich habe vielerlei Fehler bemerkt, so Kleinigkeiten. Aber ganz ehrlich, es dauert noch 4 Monate, bis das Spiel rauskommt vom jetzigen Zeitpunkt. Und da kann sich noch viel ändern. Da kann noch viel an diesen kleinen Kleinigkeiten gedreht werden. Und ansonsten bin ich einfach total happy mit dem, was wir hier sehen. Ich bin auf die neuen Sachen bekannt. Hier, auf die neuen Sachen bekannt. Meine Einschätzung zur neuen Kampagne übrigens. Also, entweder könnte ich mir vorstellen, wird es vielleicht eine Vorgeschichte, wo es sich um die vier Herzoge dreht, auf irgendeine Art und Weise. Und was ich mir auch vorstellen könnte für die 14-Mission-Kampagne, da habe ich mit Kurga schon ein bisschen spekuliert, ist eventuell so eine Lord Mannequin oder Lord Woolsack-Kampagne. So parallel zur Hauptkampagne, was so mit Lord Mannequin und Woolsack passiert ist und sonst irgendwas. Also, da könnten sich noch einige Sachen machen lassen. So neben der Kampagne oder eben wie gesagt ein Prequel könnte man ebenfalls machen. Das sind so meine Vermutungen. Es könnte aber auch was komplett anderes sein. Könnten wir mal gespannt sein. Vielleicht wird es ja auch so eine Art Sim-Kampagne wie bei Stronghold 2. Das wäre auch mega.
Na gut, soviel zu den Spekulationen. Wie gesagt, Wunschliste, wenn ihr in die Beschreibung guckt, seht ihr auf jeden Fall einen Link, dass ihr es auf die Wunschliste hinzufügen könnt. Macht das gerne. 7. November kommt das Spiel raus. Die Demo ist jetzt aktuell, wie schon gesagt, noch nicht verfügbar zum Spielen, aber ich werde, wie gesagt, sofort Bescheid geben, sobald die Demo für euch spielbar ist. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr ein Abo da lassen könntet, dann würde mir das helfen und ihr kriegt so schnell es geht Bescheid, wenn ihr selbst Hand an die Demo anlegen könnt und natürlich Feedback geben könnt. Denn das sieht man ja auch, hier haben wir das Feedback-Symbol. Funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, das wird freigeschaltet, sobald jetzt hier die Ankündigung offiziell ist. Und nun, ich bedanke mich fürs Zusehen und für alle Leute, die mehr zur Definitive Edition sehen wollen, die sind alle herzlich eingeladen, morgen beim Livestream mit zuzugucken. Dann werden wir uns alles noch ein bisschen genauer anschauen und mal ein bisschen mit Religion rumspielen, mit Bier herumspielen. Es gibt noch viele Sachen, die gar nicht in so eine Mission reinpassen, die wir allesamt noch machen können. Okay? Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich bin mega happy. Ich hoffe, ihr seid ebenfalls so baff wie ich von dieser Ankündigung. Und dann sehen wir uns bei weiteren Videos, sowohl zu Stronghold Classic, kann man jetzt mittlerweile so nennen, mit der Remaster-Kampagne. Die Remaster-Kampagne ist jetzt kurzzeitig pausiert, weil die Missionen nochmal überarbeitet werden ab 12 aufwärts. Jetzt gibt es bald eine neue Staffel von Zwei Kerle, eine Karte. Für Stronghold Crusader. Es gibt noch neuen Stronghold 2 Content und ja, Remaster wird auch weitergehen. Also auf jeden Fall nach wie vor jede Menge Stronghold Content hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei welchen Stronghold-Videos auch immer ihr einschalten mögt. Und natürlich zur Definitive Edition am 7. November. Ihr glaubt ja nicht, wie sehr ich die spielen werde. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.